Assalamu alaikum, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Pakistan. Entschuldigung erstmal, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber es gab ein paar Komplikationen. Für alle, die meine Shorts ja immer verfolgen, die wissen Bescheid. Für alle, die meine Shorts nicht verfolgen, den gebe ich jetzt mal ein kurzes Update. Wir sind hier gerade in Pakistan und ich bin immer noch auf der Reise von Deutschland nach Thailand, um meine Freundin endlich wieder zu sehen. Wir sind hier in einer ganz kleinen Stadt und wir wollen versuchen, an die China-Grenze zu kommen. Ist nur ein bisschen schwierig, meine Freunde. Es gibt nämlich einige Probleme. Nämlich, um an die China-Grenze zu kommen, müssen wir an der gefährlichsten Straße der Welt vorbei. Und das ist jetzt kein Cap. Es ist die gefährlichste, müsst ihr mal googeln, ist die gefährlichste Straße der Welt. Und da müssen wir langfahren, um an die China-Grenze zu kommen. Und ja, heute machen wir uns auf den Weg und schauen, wie wir das dann so hinkriegen. Dann würde ich sagen, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und let's go auf ein Abenteuer hier in Pakistan. Als allererstes müssen wir mal zu dem Platz, zu unserem Transportmittel, meine Freunde. Ich habe mir nämlich was ganz Besonderes besorgt, das zeige ich euch. Und dafür müssen wir jetzt mal, you go this way? This way? Dafür müssen wir jetzt hier mal in so einen Bus einsteigen. Hoppa. Geil. Und der nimmt uns jetzt mit zu unserer Destination, hoffentlich. Einfach krank hier. Let's go. Yeah. Geh ich hier mal rein. Okay. Hier geht's raus, Freunde. Thank you. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich geplant habe, in den Norden von Pakistan zu kommen. Hey, Gilgit Baltas. Hey, brother, how are you, man? You good? Very good. Ah, nice. How are you? I'm good, man. I'm stoked. You got more bikes now, huh? Yes. You got more now? Yeah. Oh, mashallah. Oh, you got so many bikes now, huh? So many bikes. Und da können wir uns jetzt eins raussuchen. Und damit fahren wir dann Richtung Norden. Ich erkläre euch alles gleich noch ein bisschen genauer. Ich suche mir jetzt erstmal ein Bike raus. Guckt euch mal diese Maschinen an, Alter. Junge, ich habe nicht mal einen Führerschein. Nice, Brother. Ich habe mir jetzt noch keins rausgesucht, aber der Shopbesitzer, der will mich zum Essen einladen. Sowas ist ganz normal hier in Pakistan. Das ist mir schon 1 Million Mal passiert. Es ist einfach unglaublich krass, wie gastfreundlich die Leute hier sind. Darum würde ich sagen, let's go, huh? Let's go. Get lunch, huh? Digga, ich liebe Pakistan, Mann. Das hier ist das Restaurant, Freunde. Geil, probieren wir mal was. Oh, der Momo, hä? Wir, Freunde, unser Essen ist jetzt gekommen. Ich zeig's euch mal. Das ist unser Essen. That looks amazing, brother. Bro, ich weiß nicht genau, was das sind. Das sind ein paar Nudeln, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen allem. Ehre. Nice, brother. Looks awesome, bro. Alter, wenn das Essen in China auch so wird, Digga, dann sage ich nur, Mashallah. Zurück zum Bike. Wir haben uns entschieden. Ich habe mir ein Bike rausgesucht und mein lieber Freund hier hat mir auch geholfen. We fixed the bike, huh? You fix the bike very well. You can see it's cannot moving. Cannot move. Es sollte alles bereit sein und jetzt erzähle ich euch mal kurz den Plan, meine Freunde. Ich bin jetzt hier in einem Dorf, relativ südlich, also ein bisschen nördlich von Islamabad. Und der Plan ist, dass wir in den Norden fahren, bis nach Hansa Valley. Bis nach Hunza fahren wir. Und da hat der gute Mann nämlich den Shop. Und da geben wir das Bike dann wieder ab. Und dann ist es nur noch ein Katzensprung bis an die China-Grenze. Das ist auch ein sehr langer Ride. Ich glaube, das dauert 4-5 Tage oder so. Fahren wir jetzt mit dem Motorrad dahin. Ich habe die Maschine übrigens Benita getauft. Wisst ihr warum? Weil meine Freundin, die heißt auch Benita. Das heißt, ich reise jetzt auf Benita zu Benita. Und mehr gibt's nicht zu sagen, würde ich sagen. Fahren wir los. Let's go. Bye bye. Bye bye. Erster Stopp, Freunde. Petrol Station. Hey, das Problem ist, hier in Pakistan hat der Typ, wo ich das Bike von habe, erzählt, gerade in den Dörfern, da haben die öfters mal kein Benzin. Das heißt, es kann gut sein, dass ich irgendwann mal, wenn ich kein Benzin mehr habe, irgendwo nachfüllen will, dass da einfach Tankstellen kein Benzin mehr haben. Das heißt, wir pumpen jetzt alles Benzin rein, wo unsere Benita so haben kann. Und dann fahren wir los in die Berge. Das ist der Plan. Ja, jetzt muss hier nur noch irgendjemand kommen. Hallo. Hier hatten wir gerade eben schon das Problem, Freunde. Ich bin hier wirklich noch in der größten Stadt, wo es hier weit und breit gibt. Und hier gibt es kein Petrol mehr. Aber hier gibt es anscheinend noch eine zweite Tankstelle und die soll Petrol haben. Imagine, das wäre Deutschland so, Alter. Einfach Petrol ausverkauft hier. Okay, nächste Tankstelle. Hier haben sie was.
Nice. Das wäre scheiße gewesen, hätte ich nichts gehabt. Jetzt bin ich da drin. Drin. Jetzt können wir auch mal gucken, was so der Liter kostet. Der Liter kostet 330 Rupies. Das ist so ein bisschen, das ist relativ genau ein Euro, um ehrlich zu sein. Aber man muss dazu sagen, dass in Pakistan die Leute viel weniger verdienen als Deutschland. Ich glaube, das Minimum Wage hier in Pakistan sind 125 Euro pro Monat. Imagine. Und wir tanken jetzt gleich mal 8 Liter oder was sagen wir mal 10 Liter. Das heißt, es wäre ein Zehntel von einem Monatseinkommen von einem Pakistani. Junge, da darf man sich in Deutschland nicht mehr wegen den Spritpreisen beschweren. Imagine, man zahlt ein Zehntel für eine Motorradspritladung. Okay, Benita ist voll, meine Freunde. 13 Liter getankt, das heißt 4600 Euro, 13 Euro. Jetzt kann unsere Reise losgehen. Macht euch bereit auf sicke Aufnahmen von Pakistan. Komm jetzt. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Hey Freunde, ich habe geile Neuigkeiten. Mir hat gerade jemand so eine Sache in die Hand gedrückt, so eine Visitenkarte, aber das juckt mich eigentlich alles gar nicht. Mich juckt viel eher das hier. Seht ihr das? Das hier ist der Masurock. Und der Masurock, der soll hier auf diesem Berg da sein. Mit so einer Aussicht. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Da gehen wir hin. Geht da lang noch. Chillig. What the fuck? Oh, jetzt kommt eine Kurve. Jetzt muss ich beide Hände wenden. Ja. Genau. Nochmal eine Kurve. Problem ist ja immer, ich filme ja mit einer Hand. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, Kurven zu nehmen. Alter, irgendwann setzt es mich noch. Irgendwann haut es mich heute noch hin, ich sag's euch. Kurve. Ah, easy, Mann, easy. Easy. Sorry, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Solche Straßen machen ja am meisten Fun, ne? Oh, shit, okay. Nee, langsam. Ah, Junge, what the fuck? Okay. Pakistan ist einfach so wild, Alter. What the fuck, Alter? What the fuck, Digga? What the fuck? Wie kann keiner wissen auf der ganzen Welt, dass Pakistan einfach unglaublich schön ist, Alter? Digga, scheiß mal auf Kroatien oder Türkei-Urlaub, Alter. Pakistan-Urlaub ist es nächstes Jahr. Oh. Ja. Krank. Okay, weiter geht's, Freunde. Ich würde sagen, das war's. Straße hört auf. Ich glaube, jetzt ist Hiken angesagt. Das Ding ist, Pakistan, so sicher. Ich mache mir gar keinen Stress, dass ich hier mein Backpack einfach stehen lasse. Digga, ich schwör's, Pakistan, ich trust den Leuten so krank. Die sind so nett hier. Ich tue jetzt einmal kurz den Sand aus meinen Schuhen ausleeren. Ja, moin. Nächster. Moin. Ja, kein Stress. Und jetzt gucken wir mal, wo es lang geht. Wo könnte dieser Mountain sein? Ah, ich glaube, ich muss mal jemand fragen hier. Frag mal jemand. I go to this mountain. This one? Ah, hiking here, huh? Okay, thank you. Okay, Freunde, das ist der Weg. Okay, bye. Ich bin so ein Dussel. Hiken. Ah, here and there. Okay, thank you, bye. Ich muss schon wieder nach dem Weg fragen, weil ich bin maximal verwirrt. Das Ding ist, hier gibt es halt 1000 Wege. Ich habe jetzt die Frau gefragt, die hat gesagt, es ist da lang und dann geht's hier hoch. Da müssen wir hin.
Da, Short. Das Ding ist, ich habe nur noch 10% Akku in meiner GoPro. Digga, vielleicht bricht diese Wanderung einfach irgendwann ab und dann sind wir da. Ich bin der beste YouTuber auf der Welt. Ich hab's so drauf, Alter. Ja, Digga, ich glaube, es ist der Weg. Ich bin mir aber nicht sicher. Das Ding ist, viele Wege führen nach Rom, oder? Das Linse sauber machen, schon der richtige sein. Sonst wird ein bisschen gekrapselt hier. Ich war ja mal hier Boulder-Weltmeister-Champion. Nee, ist eine Lüge. Aber ich war schon mal bouldern. 8% Akku. Schnell. Kurzer Zwischenstand. Insanely schön, aber insanely anstrengend, Alter. Von da hinten kommen wir. Wir sind jetzt mittlerweile seit 1,5 Stunden oder so am Hiken. Das hier ist die Aussicht und wir sind noch nicht da. What the fuck? Einmal kurz genießen. Einmal kurz hier sitzen und kurz Natur genießen, Alter. Junge. Also wer auch immer unsere Welt geschaffen hat, ne? Ich weiß es ja nicht. Aber der hat, ist ja schon der größte Künstler der Welt. Digga. Fuck. 6% Akku. Oh, 3,5 Stunden into the hike. Und ich kann mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass wir uns nicht mehr auf dem richtigen Weg befinden. Verdammte Scheiße, Alter. Aber ich glaube, da oben ist irgendwo das Ziel. Das ist nicht der richtige Weg, Freunde. Scheiße, Mann, wenn ihr wüsstet, wie steil es hier runter geht. Hier. Hier, ich zeig's euch. Fick mein Leben. Oh! Oh! Leute, wir sind angekommen! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ja! What the fuck, Mann? Und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn ich an solchen Orten bin. Mein Freund Flipper kommt zum Einsatz, damit ich euch zeigen kann, damit ich euch noch mehr zeigen kann, wie wunderschön es hier doch ist. Dein Job, Flipper. Let's go. Bei Flipper für diese geilen Aufnahmen. Wir sind zurück am Bike, meine Freunde. Ich habe den Akku von meiner GoPro gewechselt, das heißt, wir sind wieder bei 80%. Und ich würde sagen, ich nutze diese Chance einmal, um eine Frage zu beantworten, die ich ständig unter jedem Video bekomme. Und das ist nämlich, ey Josu, wie finanzierst du dir eigentlich dieses Abenteuer? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch meine Sponsoren, wie zum Beispiel CyberGhost VPN, die mir heute dieses Video sponsert. Für alle, die viel am Reisen sind, wissen ganz genau, dass ein VPN einer der wichtigsten Sachen auf einer Reise ist. Viele Länder setzen nämlich bis heute auf Internetzensur. Das heißt, in fast jedem Land, in dem ich war, war das Internet zensiert. Das heißt, in Indien, Nepal und auch hier in Pakistan. Oder Iran oder Oman oder Dubai und ganz viele Länder. Hier in Pakistan sind zum Beispiel die Zugänge zu Telegram, Wikipedia und ganz wichtig, Disney Plus gesperrt. Das heißt, hätte ich nicht CyberGhost VPN, dann wäre mein Disney Plus Abo für einen Arsch. Ich könnte es nicht verwenden. Aber Gott sei Dank habe ich CyberGhost VPN, die meine IP-Adresse verbergen, meine Daten verschlüsseln und den gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel schleusen. Dass ein VPN auf einer Reise super wichtig ist, das haben auch schon 38 Millionen aktive Nutzer bei CyberGhost VPN verstanden. Das heißt, wenn ihr euren nächsten Thailand-Urlaub bucht oder Vietnam, dann holt euch lieber CyberGhost VPN davor. Dann könnt ihr nämlich mit ein paar Klicks euren Online-Standort einfach nach Deutschland setzen und könnt auf alles zugreifen, was ihr in Deutschland auch habt. Da ich CyberGhost VPN auch schon so lange verwende, konnte ich einen übel geilen Deal für euch rausschlagen und den gebe ich euch jetzt, nein, nicht umfallen, oh. Unter dem Link in meiner Beschreibung bekommt ihr nämlich 83% Rabatt, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und 4 Monate noch obendrauf umsonst. Und dabei funktioniert CyberGhost natürlich auf iOS, Android, Mac und alle Geräte, die ihr euch so vorstellen könnt. Und Beste, ihr könnt es auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Geil! Okay, das war's, Freunde. Jetzt fahren wir weiter. Und ihr seht, geht langsam die Sonne runter. Das sieht man da hinten an den Bergen. Das bedeutet, wir müssen uns einen Schlafplatz suchen für unsere erste Nacht.
Und ich muss was zu essen holen, weil ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das bedeutet, der Plan ist, Essen holen, Schlafplatz suchen, schlafen. Das ist der Plan. Let's go. Besprochen, brauchen wir ein bisschen was zu essen, Freunde. Und das kaufen wir uns genau hier. Joshua? Ah, okay. Das hier ist immer so ein typischer Shop hier in Pakistan. Das soll ich mal anschauen. Hier gibt es meistens nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo man in den Supermarkt rennt und alle Regale sind maximal gefüllt. Hier ist es eher so, alle Regale sind so halb leer. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich brauche eh nicht so viel. Ich kaufe mir einfach, you have something to eat? Maybe? Yeah. Ah, okay, I buy chips. Ich kaufe mir nämlich einfach mal eine Packung Chips. Gesunde Ernährung muss sein. Ich kaufe mir das hier. One of these. Das hier. Und was ist das? Das brauche ich nicht. Oh, ein Kaffee für morgen früh? Da kaufe ich mir einen Kaffee für morgen früh, auf ganz Ehre. This one. Thank you. Und noch ein paar andere Sachen, Freunde. Die kaufe ich mir alles. Das ist heute Abend unser Essen. Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor die Sonne untergeht. Ich will mein Zelt nämlich noch aufschlagen. Zelt. Das ist der Plan. Geil. Ich habe hier sogar Prinzenrolle gekauft. Crazy. Ah, 290. Das alles kostet mich jetzt 1 Euro. Krank, oder? Einfach 1 Euro. Ich will mein Zelt nämlich noch aufschlagen. Das sind meine Sachen. Ah, this one also. Okay, thank you, brother. Ich weiß, meine andere Tüte vergessen. Okay. Hey, Freunde, da hinten will ich schlafen. Ah, hier ist ein Huppel. Ah. Okay. Salam alaikum. Shit, die haben mich eingehalten. Verdammt, ich hab's gewusst. Okay, zurück. Und dann. Hello, Sir. How are you? Ah, okay. Mama hat mir hier so Checkpoints, Freunde. Da muss man sein Passport zeigen und dann geht's los. Passport. Okay. Ja, Visa Copy. You need Passport also? No. No, okay. Okay, bye bye, Sir. Bye-bye. Einfach so ein Partybus. Ja, genau so soll das aussehen, Mann. Junge, wo... Pakistan ist einfach so schön, Mann. Wie kann das keiner wissen? Wie kann keiner... Warum ist dieses Land nicht überlaufen mit Touristen? Ich verstehe das nicht. Naja. Okay, Schlafplatz, Freunde. So ein kleiner Weg, seht ihr den? Ich glaube, wir fahren den lang. Ja, ja. Das ist ein guter Plan. Ja. Ja, Digga, genau so, Mann. Ja. Genau so soll das aussehen. Krass, Mann. Oh mein Gott, was ist das Bock, Mann. Ja. Komm. Wah, Sandy. Oh, ne? Kein Stress. Ja, Digga! Das ist es doch, Mann! Ja! Oh mein Gott, ey! Ich kann's nicht fassen, wie geil das hier ist! Bekommen die Tränen, ich schwör's euch. What the fuck, könnt ihr euch das vorstellen, wie geil das hier ist? Ich weiß nicht, ob das hier auf der Kamera so rüberkommt, ne? Aber die Berge hier, die sind übel groß und die Fluss ist übel schön und die Wüste ist richtig wüstrig halt. Digga! Ja, Freundestanz! Junge. Das ist es, Freunde. Hier ist heute Abend mein Schlafplatz. Junge, Maschallah, Digga. Ich kann es nicht fassen, wo ich bin. Bauen wir unser Zelt auf. Let's go, bevor es ganz dunkel ist. Ich habe jetzt hier mein Backpack, ja. Den habe ich hier ja mit diesen Dingern hier festgemacht. Sakko, Mingo, Apacho. Einmal. Dann hier, zweimal. Ich glaube, ich müsste den gar nicht abmachen, theoretisch. Weil mein Zelt und so ist hier drin. Ich Idiot. Naja. Too late. Mein Zelt und so ist nämlich schnell griffbereit.
Das ist nämlich extra hier unten habe ich das reingemacht. Da habe ich mein Zelt und meine Isomatte drin. Ich habe keinen Schlafsack. Schlafsack habe ich nicht mehr. Ich hatte mal einen Schlafsack auf meiner Reise dabei, aber den habe ich weggegeben, weil Platz sparen, Gewicht sparen. Genau, dass man halt so wenig wie möglich dabei hat. Wow. Jetzt fällt er hier runter. Das hier ist das Zelt, meine Freunde. Und jetzt machen wir einmal Magic. Magic! Tada, Freunde. Magic vollbracht. Ich zeige euch einmal mein Zelt. Das ist so ein Ein-Mann-Zelt. Ist geil, weil es halt einfach klein und leicht ist. Drin habe ich so eine aufblasbare Isomatte von Decathlon oder so. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Die ist geil. Und ja, das war's. Mehr brauche ich nicht. Ich mache auch kein Dach drauf, weil... vielleicht mache ich ein Dach drauf. Oh. Ja, Digga, wenn es pisst in der Wüste, nicht so geil. Tja, zu spät. Ja, wir hoffen, dass es heute Abend nicht pisst. Ich muss jetzt scheißen gehen. Ja, das heißt, ich mache jetzt Schluss. Das war das Video für heute. Ich gehe jetzt aufs Klo und ich hoffe, ihr habt auch einen richtig schönen guten Tag. Ich hoffe, dass ich es schaffe, morgen auch wieder einen Vlog zu drehen. Macht es nämlich schon Spaß, euch hier auf YouTube mitzunehmen. Ich würde es mega freuen, wenn ihr mich hier einfach abonnieren würdet. Ein Kommentar würde mir super doll weiterhelfen. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Abenteuer. Wir sehen uns morgen oder übermorgen. Oder vielleicht auch wieder erst in 4 Monaten. Mal gucken. Bye! Bevor das Video jetzt endet, möchte ich nochmal vielen lieben Dank an CyberGhostVPN sagen, dass sie dieses Video gesponsert haben. Unter dem Link in meiner Beschreibung findet ihr das Angebot. 83% könnt ihr dort sparen, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und ihr bekommt 4 Monate obendrauf. Das heißt, ihr könnt einfach das ganz entspannt testen und gucken, ob es euch taugt. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!